Okay. Also ich werde mal die Maus, wenn wir sie brauchen, wieder einschalten, aber vorerst ohne Spielen. Und dann schleichen wir uns wieder voran. If you need more cover, you could always destroy the lights. But shattering one will make a loud noise, so be ready for them to react. Okay. Ich lasse mal die Maus einfach eingeschaltet, denn scheinbar brauchen wir die. Okay, das war vielleicht nicht so gut. Ich habe überlegt, ob wir den vielleicht ausschalten sollen währenddessen. War mir jetzt aber nicht sicher. Okay, das funktioniert so leider nicht. Gut zu wissen. Lost him. We'll report if I regain contact. Damn it, I lost him. Nerv. No sign of target over here. Ja, ich schätze mal, das heißt, wir sollen einfach nur springen und uns rüberziehen, oder? Jo. So, dann würde ich eigentlich diese Lampe hier gerne wieder ausschalten, aber okay. Ah, wir kennen. Oh, da ist was, da ist was, da drüben ist was, da möchte ich hin. Was bist du? Ein Artefakt. Okay, gut, die geben uns auch Punkte, das ist sehr gut zu wissen. Und wie euch wahrscheinlich schon aufgefallen ist, für jeden Alarm, den wir auslösen, bekommen wir Punkte abgezogen. So, bitte hier mal schnell durch. Hey! Bin tot! Okay. Ja, ich mach das jetzt ohne Maus. Schaut mir sicher. Okay, mit diesem Gong da oben können wir übrigens Feinde ablenken. So viel weiß ich noch. Okay, hier sind zwei, aber hier können wir problemlos mal runter. Ja, diese Fähigkeit beruht eigentlich darauf, die Maus zu benutzen. Das finde ich ein bisschen nervig jetzt. Ansonsten will ich ja mit Maus spielen. So, wir können von mir aus auch noch die hier abschießen, aber es bringt nicht viel. Und einen Lärm können wir auch noch machen. Wir können dann maximal drei gleichzeitig schießen. Also, los. Tötung mit Objekt. Erfolgreich. So, Leiche Nummer 1. In den Schatten schaffen. Leiche Nummer 2. In den Schatten schaffen. Was ist hier drin? Oh, ein Artefakt oder eine Rolle? Fakt ist, wir wollen das Ding haben. We snap off a branch. To make a weapon. But the tree must bear the wound. Also, wir brechen einen Zweig, um eine Waffe zu schaffen. Aber der Baum muss die Wunde tragen. Oder verkraften wir es. Da oben ist nichts. Okay. Ja, bis jetzt eben unser Clan wurde von bestimmten Leuten überfallen und scheinbar laut Geschichte auch ein bisschen, ach okay, hier geht's nicht hoch, ein bisschen massakriert und wir wollen natürlich Rache.
Ja, deshalb machen wir das so, wie wir es dann machen. We need to make him look the other way. Das geht ganz einfach. Von dieses Licht hier hat ein Gitter vor, okay? Das heißt, man kann es nicht zerstören. Aber wir können natürlich wieder hier das machen. Hello. Hey, I got him. Oh shit. Stimmt. Eigentlich wollte ich die dann von hinten erledigen, das wollte aber wohl nicht sein. Ja, wie gesagt, das Licht können wir nicht ausschalten, das hat ein Gitter vor. Und ja, wir können den Gong natürlich auch selbst betätigen. Was eben diesen Radius hat, der gegnerische Aufmerksamkeit auf sich zieht. See that door? Don't open it yet. Just lean against it and try to sense what's on the other side. Ja, danke. Ich würde trotzdem noch mal gern hier hochgucken, denn das Spiel hat viele, viele Geheimnisse versteckt. Und diese Geheimnisse wollen wir natürlich kennenlernen. Okay, hier ist der Schacht. Hier können wir durch, hier können wir runter. Was bedeutet runter? Ich schätze mal, runter bedeutet, dass wir den ausschalten können, wenn wir wollen. Hopp, hopp, hopp. Kannst du bitte... Okay, jetzt warten wir. Hopp, 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 hopp. Falsche Richtung. Shit. Ich habe jetzt einfach runtergedrückt, aber okay. Ja, liegen wir dann einfach mal hier draußen hin. Ist besser als in der Lampe drin. So, Tür machen wir wieder zu. Und holen uns diesen Gegenstand hier. We do not fear death. Our lives have been cruel, the clan. Must always endure. Ja, und so erfahren wir Stück für Stück die Geschichte des Clans und den Hintergrund des Spiels. Okay, das war ein Checkpunkt. Können wir da runter? Ja, können wir. Wollen wir da runter? Ich denke, ja, wollen wir. Erstmal vorbeigeschlichen. So, jetzt warten wir nochmal, bis der Typ hier. Sorry, ich bin nicht ans Mikro gekommen. Bis der Typ nicht mehr hier hinkommt. Okay, so, hier runter. Und ciao. Hier richtig schön in die Ecke. Und wieder hoch. So, wir könnten den jetzt natürlich am Leben lassen, aber da geht's irgendwo runter. Können wir da auch hoch? Ne, okay, das ist, wir müssen da runter. Das bedeutet so viel wie, wir können da jetzt das... Können wir da gerade runter? Ne. Knappe Sache. So, der Alarm und die Alarmbereitschaft geht langsam weg. Dann kannst du bitte weggehen, bis ich da jetzt gerade runter kann. Danke sehr. Und ciao.
Und es gibt dann auch so Missionsbereiche, die eigentlich voraussetzen, dass man zum Beispiel überhaupt keine Gegner killt und so, um besondere Sachen freizuschalten. Aber ich denke, das werden wir nicht machen. Das machen wir vielleicht mal, wenn ich wieder eine Maus habe. I scouted up ahead. They're taking Ninja as hostages, and Master Azai is in trouble. Okay, we have to hurry. Voran, voran. Karte, ja toll, Karte, danke sehr. Wir können sehen, was wir haben, was wir noch nicht aufgedeckt haben. Hier oben zum Beispiel ist noch grau. Ja, und es geht bis hier vorne. Das heißt, wir sind ungefähr bei der Hälfte des Levels, vielleicht ein bisschen weiter. Ja, ein bisschen weiter. Und ja, schleichen uns einfach weiterhin hier durch. Kann ich mich da bitte dranhängen? Danke sehr. Kann ich den zum Umdrehen bringen? Nein. Aber diesen Geschwindigkeitenraucher können wir kurzerhand ein bisschen ablenken. Okay, wo kommt der? Jeez, how many people does it take to fix a light bulb? Okay. Kannst du damit aufhören, bitte? I'm sure there's nothing here. Okay, wenn du dich jetzt nicht umdrehen würdest. Danke sehr. So, ausgeschaltet und können wir, ja, wir können da hoch. Die Frage ist, bringt uns jetzt was, da hochzugehen, oder haben wir die Geheimnisse unten? Große Frage der Fragen. Zwei Wachen, okay. Die beide hier umdrehen. Falsche Richtung, shit, 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 falsche Richtung. Hey, target has been identified. Someone's got him. Ja, das war mein Fehler. Das war die falsche Richtung. Ich hätte eigentlich damit gerechnet, dass wir wieder nach hinten ziehen müssen und nach vorne. So, okay, jetzt stehen wir hier. Das ist schon mal besser als vorher. Und jetzt warten wir, bis die an uns vorbei sind. Bekommen ein paar Punkte dafür. Und schalten die dann wirklich auch gleich aus. Aber geräuschlos. So, der erste.